Ja, einen schönen guten Abend, lieber Clemens, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich auch ungemein, dass ich wieder in München sein darf. Mit der IHK habe ich ganz viele der TTIP-Geschichten gemacht und auch darüber hinaus. Thema Außenhandel ist ja für die IHK auch ein Kernthema. In dem schönen neuen Gebäude oder neu renovierten Gebäude war ich allerdings nie. Das wurde ja ungefähr so lange renoviert, wie ich in München war. Und als ich dann nach Norden gezogen bin, war es plötzlich fertig. Auch das Thema Welthandel ist eines, das ja eigentlich permanent in Transformation sich befindet. Und wir tun immer so, als wäre die aktuelle Krise die größte Krise aller Zeiten. Aber wenn man mit den Kollegen spricht, die schon lange Welthandelsthemen bearbeiten, aus einer politischen und wissenschaftlichen Perspektive, in einem Jagdish Bhagwati zum Beispiel, da sagt er, seitdem was macht, gibt es eine Krise, weil irgendwas nicht funktioniert, das funktionieren sollte. Diesmal ist es wahrscheinlich ganz ähnlich und eine Botschaft vielleicht ganz zu Beginn, dieses Überdramatisieren, Ende der Globalisierung, jetzt wird alles anders und wir brauchen ein komplett neues Wirtschaftsmodell für Europa und ganz besonders für den ehemaligen Exportweltmeister Deutschland. Diese Hyperbole, die teile ich eigentlich nicht. Also ich bin sehr viel optimistischer, dass es eine Zukunft für den Welthandel geben wird. Aber es sind schon ein paar Dinge, die wert sind, jetzt diskutiert zu werden. Zum Beispiel, was ich hier mit Vermachtung meine, dass politische Machtfragen eine viel größere Rolle spielen, auch in der weltwirtschaftlichen Struktur. Und damit meine ich, dass man eben nicht nur daran interessiert ist, den Wohlstand zu mehren, das absolute Niveau zum Beispiel eines Pro-Kopf-Einkommens zu maximieren in allen Ländern, die gemeinsam Handel treiben, sondern es geht sehr viel stärker um relative Positionen. Wenn meine Stahlindustrie verschwindet und die chinesische größer wird, dann hat das Implikationen für die militärische Power eines Landes und diese Welt, wo absolute Vorteile oder absolute Benefits des Handels eine Rolle spielen, die weicht ein bisschen einer, wo man sehr viel im Relativen sieht. Wer ist weiter voran, die Chinesen oder die Amerikaner? Und da haben wir es dann nicht nur mit einem Positivsummenspiel zu tun, wo alle profitieren können, sondern mit einer Art turnierartigen Rennen, wo einer vorne liegt und alle anderen liegen hinten. Und das verändert schon die Art und Weise, wie man über den Welthandel nachdenken muss. Und auch das Thema Entkopplung ist eines, das neu ist. Clemens hat TTIP angesprochen, da haben wir uns ja Gedanken gemacht, wie wir Handelsbarrieren abbauen können mit einem anderen Land. Jetzt machen wir uns Gedanken darüber, wie wir oder ob wir neue Handelsbarrieren einführen müssen, wie wir wieder autarker werden können in Bereichen, die strategisch wichtig scheinen. Wenn von Zeitenwende die Rede ist, dann muss man auch da, glaube ich, gehörig Wasser in den Wein gießen. Dieses Buch hier, War by Other Means, das hat mich ziemlich geschockt, aber schon vor 7 Jahren, als ich es irgendwo in den USA in einem Flughafen-Bookshop gelesen habe und in den Flieger mitgenommen habe, und ich dachte, das spinne ich. Das ist genau das Wahlprogramm, mit dem ein Donald Trump in den Wahlkampf gezogen ist, aber geschrieben von Diplomaten und Politikwissenschaftlern und herausgegeben in der Harvard University Press, wo geschildert wird, wie man sehr viel günstiger als mit konventionellen Mitteln Macht entfalten kann, als Supermacht Amerika, und zwar mit Hilfe der Geoökonomik, ne? Also mit dem Einsetzen des Dollars, mit dem Einsetzen von heimischer Regulierung, mit dem Einsetzen von Zöllen und so weiter. Und auch die Political Economists, ja, das sind eigentlich Politikwissenschaftler, die, mit denen wir eine gewisse Nähe haben, jedenfalls in den USA. In Europa gibt es diese Spezies eher nicht so. Dan Dresner, Henry Farrell und Abe Newman haben lange schon dazu gearbeitet, wie man in Netzwerken Interdependenz, also die gegenseitige Abhängigkeit, als Waffe verwenden kann. Und die Weaponization of International Trade oder die Weaponization of Interdependence ist schon fast zu einem Schlagwort geworden in der Literatur. Aber das ist auch schon wieder 3-4 Jahre alt, dieses Buch. Und die Forschung der Kollegen geht viele Jahre zurück. Im IMF ist es aufgeschlagen, jetzt im Sommer, als Folge natürlich des Krieges in der Ukraine. Da geht es jetzt um die Sanctions Weapon oder eben auch um das geoökonomische Puzzle. Aber was Sie sehen können, ist, so neu ist das alles nicht. Und Geoeconomics ist jetzt ein Schlagwort, wo viele Kollegen sich daran interessieren. Ich verstehe darunter das Verfolgen von außenpolitischen oder machtpolitischen Zielen, wenn man so will, mit Mitteln der Wirtschaftspolitik.
der Mann hier, kennen die ein oder anderen vielleicht wenigstens vom Urlaub in England, weil er immer noch, glaube ich, auf der 20 oder 10 Pfund Note zu sehen ist, Adam Smith, der ja viel geschrieben hat darüber, wie segensreich Arbeitsteilung ist, nicht nur national, sondern auch international, und wie schädlich es sein kann, wenn Länder versuchen, sich gegenseitig mit der Manipulation von Handelsbedingungen, also mit Zöllen zum Beispiel, in die Taschen zu greifen. Also Beggar thy neighbor-Politik würde heißen, man bereichert sich auf Kosten der anderen. Aber genau dieser Adam Smith, der so ein bisschen der Champion des Freihandels war in den, oder so von uns gesehen wird, hat im selben Werk, The Wealth of Nations, diesen Satz geschrieben, der jetzt oft zitiert wird: Defense, however, is of much more importance than opulence. Also die Sicherheit oder die Verteidigung ist viel wichtiger als der Wohlstand. Und das hat er gesagt, weil er sich gefürchtet hat vor den Holländern und Großbritannien in dieser Zeit in einer Rivalität mit den Holländern waren, und die Engländer haben ihre Häfen gesperrt. Da durften keine Holländer anlegen, weil die Sorge war, wenn die mal die Seewege beherrschen, dann werden sie uns ausbeuten, knallhart. Nicht? Wenn Sie an Piräus denken oder an Costco und Hamburg aktuell, da hat es eine gewisse Ähnlichkeit. Also ein paar Déjà-vus gibt es. Und der Adam Smith hat in seinem Buch auf der einen Seite den Freihandel gelobt und gepriesen, auf der anderen Seite aber eben auch die Navigation Acts als maybe oder perhaps the wisest of all commercial policies in Britain gepriesen. Also die Beschränkung der Freiheit, in die britischen Häfen einzulaufen. Jetzt ist das natürlich posthum eine Frechheit, was ich jetzt hier mache. In derselben Frame setze ich einen großen Protektionisten. Aber was Donald Trump ja auch argumentiert hat 2018, ist, dass man zum ersten Mal in der Geschichte den Artikel 21 im GATT ziehen muss, den gab es seit 1948, aber bisher hat ihn keiner verwendet, die sogenannte National Security Exemption, die nämlich genau das sagt, was den Adam Smith auch umgetrieben hat. Wenn sich ein Land bedroht fühlt in seiner politischen Unabhängigkeit oder Selbstständigkeit, dann kann es von den Versprechungen, die im GATT oder in der WTO gemacht wurden, Abstand nehmen. Und das hat Trump eben gemacht in der berühmten Section 232, wo er Zölle erhoben hat, 25% auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus Europa zum Beispiel, aber nicht nur. Und mit dem Argument, wenn das eigene Land keine funktionsfähige Stahl- und Aluminiumindustrie mehr hat, dann kann es sich nicht mehr verteidigen. Und potenzielle Angriffe auf das amerikanische Imperium sozusagen nicht mehr abwehren. Das Problem, das wir haben, ist jetzt, dass die WTO und ihr Vorläufer der GATT für diese Art von Denke überhaupt nicht konstruiert wurden. Die wurden gebaut für eine Welt, in der es ein Grundverständnis darüber gibt, dass man mit Handel positiv ein positives Summenspiel betreiben kann. Also wo alle, die da mitspielen, sich besser stellen können. Es gibt keinen Verlierer oder es gibt nicht viele Verlierer und einen Gewinner, sondern es gibt viele Gewinner. Und das war sozusagen die große Erzählung in diesen Jahrzehnten der Hyperglobalisierung, wie das manche Kollegen nennen, der Danny Roderick aus Harvard zum Beispiel, Hyperglobalisierung, wo die Welt immer offener wurde, mit der Idee, dass die Länder, die da mitspielen, alle etwas bekommen, sich alle besser stellen. Wenn es um die Frage der nationalen Sicherheit geht und um machtpolitische Fragen breiter, dann ist das keine Nullsummenspiellogik, dann ist es keine Positivsummenspiellogik, sondern eine Nullsummenspiellogik. Einer kann gewinnen und die anderen nicht. Entweder die Chinesen haben mehr Panzer oder die Amerikaner. Oder die Chinesen haben mehr Stahl, um Panzer herzustellen, oder die Amerikaner. Und dafür ist die WTO nicht vorbereitet. Und dann haben wir ein Thema, das uns, glaube ich, jetzt vor allem auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Konfliktes umtreibt, nämlich etwas, das aussieht wie eine Externalität, dass nämlich Unternehmen, wenn sie sich fragen, wo beschaffe ich denn jetzt mein Gas oder Software oder irgendwelche wichtigen Elektronikbauteile, dass sie sich nicht Gedanken machen, ob als Folge ihres Beschaffungs
ihrer Beschaffungsentscheidung die außenpolitischen Freiheitsgrade der Bundesrepublik Deutschland oder der EU irgendwie beeinträchtigt werden könnten. Das tun sie deswegen nicht, weil sie sich als zu klein dafür wahrnehmen. Und das ist durchaus rational. Selbst ein großes Unternehmen wie BASF, hätte BASF kein Gas aus Russland mehr gekauft, wäre der Beitrag, der dadurch entstanden wäre, zu einer Verbesserung der europäischen Sicherheitsarchitektur ein sehr kleiner gewesen. Und wenn man das so sieht, dann gibt es eine Art Externalität, weil wenn alle Unternehmen so agieren und sagen, mein Beitrag durch ein anderes Sourcing zur nationalen Sicherheit oder zur strategischen Autonomie Europas ist so klein, dass es nichts bringt, wird das keiner tun, aber kollektiv führt das dazu, dass die Konzentration auf einzelne Anbieter von Gütern zu groß sein kann. Das wäre also ein typisches Gefangenendilemma, in dem man sich dann befindet. Es ist interessant, wenn man in die nationale Industriestrategie des Peter Altmaier aus dem Frühjahr 2019 zurückblättert, dass man da Gedanken dieser Art findet. Der hat nämlich gesagt, Peter Altmaier damals, es kann sein, dass es einen Bedarf für Industriepolitik geben kann, wenn die Unternehmen per se nicht berücksichtigen, was im Kollektiv für die Bundesrepublik oder für ganz Europa notwendig wäre. Und ich glaube, man kann das, was wir jetzt sehen, und schon auch vor diesem Hintergrund erklären. Wie kam es zu dieser Overexposure gegenüber einem einzelnen Anbieter von russischem Gas? Und dazu kommt noch mehr, nicht? Also wir haben hier nicht nur eine, sondern wahrscheinlich mehrere Externalitäten oder Marktunvollkommenheiten. Wenn Lieferketten reißen, dann gibt es häufig die implizite Versprechung, dass irgendjemand für die dadurch entstehenden Produktionsausfälle haften wird. Dass da die Gemeinschaft, das Kollektiv die Probleme irgendwie glätten wird. Ob es jetzt mit Kurzarbeit ist oder mit einer Bezuschussung des jetzt plötzlich teurer gewordenen Gases oder wie auch immer es sein mag. Wenn man das rational erwarten kann, dass so etwas kommt, dann wird man nicht ausreichend Anreize haben, sich freiwillig zu diversifizieren. Sagen, ja, ich gehe ein gewisses Risiko ein. Das Risiko wird schlagend mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit. Wenn das passiert, wird sozusagen das Kollektiv mich vor dem Schlimmsten retten. Ne? Und wenn man anschaut, was jetzt quer in Europa und anderswo passiert, dann geht diese Art von Überlegung durchaus auf. Ich will nicht sagen, dass das die einzigen Gründe sind, warum es zu einem Overexposure gekommen ist, warum man zu viel auf einen Anbieter gesetzt hat, beim Gas zum Beispiel oder bei anderen Elektronik oder anderen Teilen, wenn man auf China denkt. Aber ich glaube, das können Elemente einer Erklärung sein. Das heißt, durch diese Externalität wird das öffentliche Gut, außenpolitische Autonomie eingeschränkt. Und jetzt werden Ökonomen gefragt, kluge Mechanismen zu erfinden, wie man so etwas verhindern kann. Nicht ein Kollege zum Beispiel hat vor kurzem gemeint, man könnte doch die Zollhöhe abhängig machen davon, wie hoch der Marktanteil eines einzelnen Lieferlandes ist. Also Gas aus Russland, fein. Aber sobald eine Quote von 20% oder so des gesamten Gasverbrauchs überschritten ist, steigt da der Zoll. Und dann wird es teurer. Und dann wird diese Externalität eingepreist. Wenn aber es braucht auf jeden Fall einen staatlichen Rahmen, um diese Externalität zu internalisieren. Es gibt solche Vorgänge durchaus. Im WTO-Recht gibt es die sogenannten Anti-Dumping-Zölle. Wenn ein Produzent aus einem anderen Land zu Preisen anbietet, in Europa zum Beispiel, die unter dem wahren Wert der Güter ist, wie das da heißt, ja, dann darf der Abstand zwischen dem angeblichen wahren Wert und der höher ist und dem Exportpreis für Anti-Dumping-Zölle herangezogen werden. Also es werden Zölle darauf erlegt. Und das ist etwas, das Ökonomen typischerweise nicht mögen. Ich habe dazu ein paar Papers geschrieben. Oft riecht das sehr nach Protektionismus. Aber es gibt natürlich schon auch in der Literatur eine Erklärung, warum das im WTO-Recht steht. Nämlich dann, wenn ein Land versucht, wie China zum Beispiel, mit subventionierten Produkten
Marktanteile in Europa zu erobern. Und wenn sie die dann haben, die europäischen Kunden dank der Erlangung einer Monopolstellung auszubeuten. Damit das nicht passiert, können die Europäer eben Anti-Dumping-Zölle erheben. Und das tun wir. Ja, die Liste ist relativ lang. Darüber kann man trefflich streiten. Ich will das hier nicht aufmachen, sondern nur sagen, dass das schon Ähnlichkeiten hat mit dem, was wir hier im sicherheitspolitischen Kontext diskutieren. Wo ist es denn eigentlich? Wo haben wir gefährliche Abhängigkeiten? Ja, lässt sich das irgendwie quantifizieren oder identifizieren? Zum einen, glaube ich, muss man aufhören, sich immer nur auf den Güterhandel zu beziehen. Also da haben wir eine vielleicht typisch deutsche, aber auch in USA, anderswo auch verbreitete Fokussierung auf Stahl, Autos. Das ist gefährlich, weil man da dabei unterschätzt, dass es eben auch andere Abhängigkeiten gibt oder auch andere Vorteile der internationalen Arbeitsteilung, zum Beispiel im Bereich Dienstleistungshandel. Was Sie da sehen, sind Einzahlungen und Auszahlungen, Exporte, Importe, wie man so mag, aus der Zahlungsbilanz der Europäischen Union. Was man da erkennen kann, ist, dass in der Reihenfolge der Handelspartner China nicht so wichtig ist, wie man das manchmal sieht, sondern an Stelle 3 kommt. Weil nicht nur der Güterhandel wichtig ist, sondern eben auch Dienstleistungen, die sogenannten Primäreinkommen, was ausländische Investoren im anderen Land netto verdienen. Durch Investitionen zum Beispiel. Was man da erkennen kann, ist, dass die dunkle Säule in China sehr hoch ist. Das sind die Güterimporte der Europäischen Union. Die sind sehr viel höher als die Güterexporte der Europäischen Union. Aber wenn man den Dienstleistungshandel ansieht, dann ist das umgekehrt. Also die Bedeutung Chinas relativiert sich ein bisschen, wenn man den Dienstleistungshandel mit berücksichtigt und auch die Primäreinkommen mit berücksichtigt. Die Schweiz ist nicht viel unwichtiger ökonomisch gesehen wie China. Ja, schon kleiner, aber man muss mal denken, die Schweiz, 8 Millionen Einwohner, China 1400 Millionen Einwohner, da merkt man schon, dass wir möglicherweise aus China, einfach aus der Tatsache heraus, dass es ein so großes Land ist, dass wir China zu viel Augenmerk geben. Vereinigte Königreich an Stelle 2 und die USA an Stelle 1 sind deutlich wichtiger als China. Ich will nicht sagen, dass es wurscht ist, was mit China passiert. Das Gegenteil ist der Fall. Aber ich glaube, man muss das schon in die richtige Perspektive bringen. Also, wirtschaftliche Integration ist mehr als der Güterhandel. China ist weniger dominant und weniger ungleichgewichtig, als oft unterstellt wird. Diese Zahlen muss man trotzdem mit Vorsicht genießen. Das sind kein Maß sozusagen des Schadens, wenn ein Land wie China nicht mehr zur Verfügung stünde, also kein Wohlfahrtsmaßstab. Aber was man auch sieht, ist, wenn alle über Zölle reden, Trump ja schon wieder jetzt in seinen aktuellen Veranstaltungen über Zölle spricht, dann ist das eigentlich nur ein kleiner Teil der wirtschaftlichen Kooperation zwischen den Ländern. Aus der Handelsstatistik kann man auch nicht wirklich lernen, wie diversifiziert wir sind. Also man kann da Spuren sozusagen erkennen, aber so richtig gut ist das nicht. Was Sie hier sehen, ist eine Grafik, die versucht zu sagen, wie viele Produkte Europa zum Beispiel aus einem Lieferland nur bezieht. Eins wäre hier also fast am Ursprung und hier oben können Sie dann lesen, dieser kleine winzige Punkt, es sind irgendwie so 280 Produkte, die 277, um genau zu sein, die Europa aus einem einzigen Land importiert. Ja? Die meisten davon sind nicht wichtig, das sind relativ wenige Importwerte und es sind ein paar davon natürlich, die eine relativ große wirtschaftliche Rolle spielen. Aber man sieht auch, dass dort, wo die Umsätze am größten sind, das wird gemessen durch die Größe dieser Blasen, dass dort viele Lieferländer da sind und 50 Produkte zum Beispiel eben aus diesen vielen Lieferländern kommen. Es gibt nur wenige Produkte hier in der Gegend, hier 0 bis 10, wo wir eine Anzahl von Lieferländern haben, mehr als 100. Das sind Daten, die kann man analysieren, die haben wir und daraus kann man schlussfolgern, dass wir eigentlich keine besonders große Abhängigkeit haben von wenigen Produzenten. Man kann das noch anders darstellen mit sogenannten Konzentrationsmaßen, da kann man herumspielen. Aber das große Problem ist, dass was gehandelt wird, noch überhaupt nichts darüber aussagt, wo potenziell produziert werden kann.
Nicht? Also wie problematisch es ist, nur einen einzelnen Lieferanten zu haben, lässt sich daraus nicht erkennen. Weil es könnte ja sein, dass es weitere Länder gibt in der Welt, die seltene Erden anbieten können, aber wir beziehen nicht von denen, sondern von einem einzigen Produzenten. Und auch der Binnenmarkt ist hier nicht sichtbar. Ja, wie viel können wir eigentlich selber herstellen? Das fehlt in dieser Statistik. Wir wissen nicht für diese 10.280 Produkte, über die wir Importwerte haben, wissen wir nicht, wie hoch die heimische Produktion von diesen Produkten ist. Wir wissen es nicht. Ja, also was ich damit sagen will, ist, dass die Datenlage keine besonders tolle ist, wieder einmal. Also wenn man fragt, wo hängen wir ab von ausländischen Anbietern und wie stark hängen wir ab, so richtig weiß man es nicht. Wenn man genauer hineinschaut in die Produkte, wo wir maximal 3 Lieferländer haben für Europa, das sind ungefähr 800, dann sieht man, dass da sehr viele Produkte drin sind, über die man sich keine großen Sorgen machen muss. Ja, Tequila kommt nur aus Mexiko. Ah, ist jetzt nicht. Oder Gruyère nur aus der Schweiz. Dann haben wir viele Güter, wo es durchaus Sinn macht, dass es nicht viele, viele Lieferländer gibt. Ja, Telekommunikationssatelliten werden nun mal nicht in vielen Ländern hergestellt. Auch Kühlschiffe nicht und Schwimmbäder. Und auch diese Liste kann man verlängern. Aber dann gibt und die Ziege hier. Lebendziegen können wir auch nur aus einem einzigen Land. Oder beziehen wir nur aus einem einzigen Land. Ja. Das können nicht, ist genau der Punkt, denn wahrscheinlich können wir Lehmziegen aus ganz vielen Ländern herbeischaffen, wenn sie denn wichtig wären. Also die Statistik, da muss man ein bisschen in die einzelnen Produktlinien hineinschauen. Aber es gibt natürlich schon eine ganze lange Litanei von chemischen Substanzen zum Beispiel, die wir nur aus 1, 2 oder 3 Ländern beziehen, mit komplizierten Namen. Vieles davon ist für die Pharmaindustrie wichtig. Da haben wir Exposure. Und es gibt natürlich Rohstoffe, vom Uranerz, wo wir nur 2 Lieferanten in Europa haben, Russland ist einer davon, zu Blei in Rohform, Thallium, Barium, Beryllium, Lithium, Platin. Die Liste ist lang. Im Anhang habe ich noch ein paar dieser Begrifflichkeiten. Es gibt diese Produkte, wo wir Engpässe und Spezialisierungen auf einzelne Länder haben, natürlich schon. Aber auch da, also aus der Handelsstatistik, Schluss zu folgern, das wären strategische Güter, die wir jetzt speziell absichern müssen, wo wir strategische Lager errichten müssen oder uns irgendwie mit Hilfe von mit außenhandelspolitischen Maßnahmen irgendwie helfen müssen, Subventionen für inländische Produktion erteilen oder Importe mit Zöllen belegen. Das ist nicht so leicht, denn was sind eigentlich strategische Güter oder strategische Industrien? Das ist keine so triviale Frage zur Beantwortung. Die Listen jedenfalls solcher Industrien und Güter werden immer länger. Die werden in vielen Bereichen gebraucht. Das Bundeswirtschaftsministerium hat den Beirat, von dem vorher die Rede war, gebeten, ein Gutachten zu machen. Was sind eigentlich strategische Güter? Wie kann man die sozusagen objektiv feststellen? Und wir arbeiten gerade dran, aber ich kann Ihnen sagen, wir werden keinen Algorithmus anbieten können, wo man sozusagen irgendwo eine Produktnummer eingibt und dann bekommt man die Antwort, das ist ein strategisches Gut und muss auf eine Liste gesetzt werden, wo diese Güter dann besonders geschützt oder besonders beobachtet werden müssen. Warum? Weil die Informationsbedarfe, um solche Listen zu produzieren, enorm sind. Ja, wir müssten die Produktionsverhältnisse im In- und Ausland genau kennen. Was wir haben, sind nur sehr grobe Input-Output-Beziehungen. Welche Industrie verwendet welchen Input aus welcher anderen Industrie? Wir müssten das eigentlich von Betrieb zu Betrieb wissen. Wissen wir nicht. Die Briten haben solche Informationen, die Ungarn haben das aus der Mehrwertsteuerstatistik, die meisten anderen Länder haben das nicht. Für die Eurozone oder für den Binnenmarkt haben wir es schon gar nicht. Wir wissen einfach zu wenig. Für die Güter, für die 12.000, die ich vorhin in der Zollstatistik haben, wissen wir nicht, wie viel wir selber produzieren. Wir wissen auch nicht, wie viel die Handelspartner produzieren. Wir sehen nur die Handelsströme. Das ist zu wenig. Wir müssten auch wissen, wie gut einzelne Produkte miteinander austauschbar sind. Ich habe jetzt ein Elektroauto bayerischer Produktion, sowohl Bayern stimmt nicht ganz, wird in China hergestellt, aber dort braucht man kein Lithium mehr in der Batterie. Da ist wohl eine Substitution passiert. Wir müssten Bescheid wissen über kurz- und langfristige Substitutionsrealitäten und zwar auf allen Ebenen. Konsumenten können substituieren, sie können mit Strom fahren oder mit Benzin fahren und in der Produktion des Gutes, das sie konsumieren, gibt es wieder viele Ebenen, Produktionsschritte, wo Substitutionsmöglichkeiten da sind. Und die müsste man quantifizieren können. Das können wir nicht wirklich. Wir müssten wissen, welche Schocks auftreten könnten und wie diese Schocks korreliert sind. Ich würde sagen, ja, es ist ja wunderbar, wir haben viele Anbieter von irgendwelchen Elektronikbauteilen, aber wenn die Schocks, die auf diese Anbieter treffen, stark miteinander korreliert sind, positiv korreliert sind, dann
sind wir nur scheinbar diversifiziert. In Wahrheit sind wir es nicht. Also wenn die alle irgendwo im Greater China-Bereich angesiedelt sind und da geopolitische Verwerfungen passieren, dann sind die alle betroffen. Dann hilft uns das nichts, dass Vietnam, Thailand und Taiwan in der Handelsstatistik separat auftauchen. Sie werden gemeinsam betroffen sein. Und auch dazu ist es so, dass die Wertschöpfungsnetzwerke, wenn ich sie messen kann, so wie sie heute sind, das Ergebnis sind von ökonomischen Optimierungsvorgängen. Wie viele Produzenten gibt es von irgendwelchen Gütern? Na, das ist, Ökonomen würden sagen, endogen. Das hat was zu tun mit Anstrengungen von Unternehmen, sich zu differenzieren, sich Monopolmacht anzueignen. Und das kann sich sehr schnell ändern. Wir haben Industrien, die vor wenigen Jahren, zum Beispiel die maritime Transportindustrie, vor wenigen Jahren hätte man gesagt, die sind perfekt wettbewerblich. Ja, null Gewinne, da kann man kein Geld verdienen. Und die Frachtraten waren auch niedrig. Es ist relativ schnell gegangen, dass sich diese Industrie ziemlich konsolidiert hat und jetzt vier große Allianzen den Containerschiffverkehr zwischen USA, China, Europa, USA dominieren. Und da haben wir jetzt plötzlich in diesem Wertschöpfungsnetzwerk ein paar Knotenpunkte, die sehr zentral geworden sind. Wenn die ausfallen, hätte das ganz andere Folgen, als wenn wir da ein breites Spektrum von Anbietern hätten. Also die Wertschöpfungsnetzwerke sind endogen und veränderlich. All das müssten wir wissen, um Listen herzustellen. Na, wenn man uns fragen würde, planwirtschaftlich sozusagen, welche Unternehmen sollen wir denn schützen? Weil wir das nicht können, weil die Daten fehlen, ist die Gefahr groß, dass jeder Anbieter von jedem Produkt und von jeder Dienstleistung für sich reklamiert, ein strategisches Gut herzustellen und deswegen irgendwie geschützt werden will. Und ich glaube, da gibt es nur einen Ausweg heraus, weil wir eben nicht wissenschaftlich sozusagen sauber solche Güter identifizieren können. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die angesprochenen außenpolitischen Externalitäten internalisieren können. Ja, das ist schnell hingeschrieben, aber darüber werden wir diskutieren müssen. Das ist überhaupt nicht trivial. Wahrscheinlich wird es auch solche Listen brauchen, weil wir nicht in der Lage sind, sozusagen die Rahmenbedingungen so aufzustellen, dass es nicht zu Überexposure in einzelnen Bereichen kommt. Was man tun kann, das ist ein Bildchen einer Studie, die noch nicht ganz fertig ist, aber was man tun kann, ist mit den Daten, die wir haben, vor allem globale Input-Output-Tabellen und jede Menge Theory with Data, was man fragen kann, ist, was passiert, wenn die Europäische Union sich zum Beispiel abschottet im Bereich, Informationstechnologie, in welchen deutschen Sektoren, das ist hier für Deutschland, tauchen durch diese Abschottung welche Schäden auf? Wie hoch wären die? Ja, dann sieht man, dass das zum Beispiel im Bereich Finanzdienstleistungen sehr teuer wäre oder im Bereich des Fahrzeugbaus oder des Maschinenbaus sehr teuer wäre. Solche Spielchen kann man machen, aber auf einer Sektorebene habe ich noch keine Produkte. Das ist viel zu grob. Ja? Also das Datenthema ist hier ein sehr großes. Die Weltwirtschaft, wie ich sie sozusagen in meinem Studium kennengelernt habe, war eine, wo wir Protektionismus abgebaut haben. Von TTIP war schon die Rede. Jetzt reden wir aber eigentlich immer nur von zunehmendem Protektionismus. Ja? Und das ist ganz gut dokumentiert von Kollegen in St. Gallen, die sammeln, was es da an neuen Maßnahmen weltweit gibt. Da wird Kraut und Rüben vermengt und vermischt und da kann man ganz viel Kritik üben, aber die Bildchen sind so schön, dass ich es Ihnen zeigen wollte. Was man hier sehen kann, und das ist auch robust, man kann die Daten genauer ansehen und findet, dass die Grunddiagnose schon stimmt. Die Anzahl der Importrestriktionen geht nach oben. Grau, das ist der Bestand an Restriktionen weltweit seit 2009 netto. Rot ist, was jedes Jahr neu dazukommt, auf der linken Seite gemessen, der Bestand auf der rechten Seite. Exportsubvention auch sehr populär. Was jetzt neu dazugekommen ist, und wenn man schon Zeitenwende irgendwo postulieren will, da haben wir so ein bisschen Zeitenwende, weil da etwas neu aufgetaucht ist, was es lange nicht gab, nämlich Exportrestriktionen. Bisher wollte man immer den Export fördern und die Importe hemmen. Was jetzt seit der Corona-Krise, seit 2020 sehr populär geworden ist, ist das Beschränken von Ausfuhr. Die Masken, die wir haben, die wollen wir bei uns behalten. Und auch die Medikamente oder Getreide. Vor allem im Bereich Nahrungsmittel haben wir Exportrestriktionen in vielen Schwellenländern gesehen. Das ist sozusagen jetzt neu dazugekommen.
Und wo passieren diese Exportrestriktionen? Ich habe schon davon gesprochen, pharmazeutische Produkte ist ganz oben. Interessanterweise auch Textil, da kann man es nicht ganz verstehen. Medizinische Ausrüstung taucht dann schnell auf. Und dann eben hier rot sind es vor allem viele Agrarprodukte, wo Länder Export verbieten, um im Inland die Preise niedrig zu halten. Das gefällt Ökonomen überhaupt nicht. Ja, und die Welthandelsorganisation findet das auch sehr kritisch, denn was damit geschaffen wird, sind Knappheiten, die verschärft werden anderswo. Es wird also nicht mehr an Produktion von knappen Ressourcen hergestellt, sondern die Mangelwirtschaft wird sozusagen nur anders verteilt. Jetzt wollte ich noch ein paar Dinge über Sanktionen sprechen, weil wir ja auch über den Krieg mit Russland, den Krieg der Russen in der Ukraine reden wollen und über die Antwort Europas darauf. Und das Interessante ist, dass Sanktionen auch nichts Neues sind, ja, gar nicht. Sondern sie sind sogar ganz zentral dafür, dass die Welthandelsordnung funktioniert. Es gibt in der Ökonomie viel Forschung zu der Frage, warum funktioniert eigentlich die Welthandelsorganisation? Wieso funktioniert das eigentlich? Denn eigentlich ist es so in der Theorie, dass Länder Anreize haben, vom Freihandel abzuweichen, um sich die sogenannten Austauschverhältnisse schöner zu machen. Das ist die Beggar thy neighbor policy, vor dem schon der Adam Smith gewarnt hat. Diese Anreize führen dazu, dass es zu sogenannten Nash-Gleichgewichten kommen kann, also in der Spieltheorie stabilen Gleichgewichten, wo die Länder alle hohe Zölle haben oder hohe Subventionen oder niedrige Steuern, um sich vermeintlich besser zu stellen. Aber im Kollektiv, wenn das alle machen, haben wir hohe Zölle, weniger Wohlstand überall. Und diese Abschaffung eben wäre etwas, wo man ein Positivsummenspiel darstellen kann, wo sich viele oder alle verbessern könnte. Und in GATT und WTO wird dann ein Forum geschaffen, um aus diesem Nash-Gleichgewicht zu entfliehen. Das haben Kollegen seit 20, 25 Jahren Forschung gezeigt, welche Bedingungen es braucht, damit wiederholte Spiele hier zur Kooperation führen können. Nicht? Also man trifft sich immer wieder in Genf und bespricht und verhandelt. Und implizit sind aber immer auch Sanktionen im Spiel. Dass nämlich, wenn ein anderes Land abweicht von dem, was es versprochen hat, dass dann ich mit meiner Politik, der EU oder der USA, eben auch abweichen werde. Und durch diese Abweichung wird der Vorteil, den das andere Land glaubt zu haben, neutralisiert. Das sind aber in dem WTO-Protokollen keine Strafzölle, von denen wird manchmal geredet, sondern die Zölle sind ganz sorgfältig kalibriert und bemessen, die Anti-Dumping-Zölle zum Beispiel, so, dass der Schaden, der durch das Verkaufen unter dem Warenwert ausgelöst wird, dass der gerade kompensiert wird. Also es geht um Schadenersatz und nicht um Bestrafung. Das ist ganz zentral. Und was Backbone und Steger, das sind die beiden Kollegen, die das maßgeblich vorangetrieben haben, diese Theorie, was die eben zeigen, ist, dass unter diesen Spielregeln der WTO dieses wiederholte Spiel zu stabiler Kooperation führen kann. Aber die Bedingungen, die sind wichtig. Und was man zeigen kann, ist, dass wenn die Länder sich nicht mehr interessieren daran, dass sie das Pro-Kopf-Einkommen maximieren wollen, sondern dass das BIP des einen, meines Landes, größer sein soll als das BIP des anderen Landes, also wenn diese Rivalitäten geostrategischer Natur auftauchen, dass dann das Protokoll, unter dem die WTO funktioniert hat, nicht mehr läuft. Das klappt nicht mehr. Also wenn man technisch sich dieses Spiel anschaut, das Backbone und Steger da in vielen Varianten diskutiert haben und dort eine Zielfunktion einbaut, also was wollen Politiker eigentlich, dort einbaut, dass es nicht darum geht, das Pro-Kopf-Einkommen zu maximieren, sondern den Abstand zu China zu maximieren, dann fällt das ganze Gebäude da, die ganzen Beweise und der ganze mathematische Anhang dieser ganzen Papiere, der funktioniert nicht mehr. Das heißt, die WTO funktioniert nicht, wenn eine Nullsummenlogik im Denken der Handelnden da ist. Das funktioniert, wenn man eine Grundverständigung darüber hat, dass man das Pro-Kopf-Einkommen maximiert und nicht den Abstand der BIPs voneinander. Das klingt ein bisschen esoterisch, ist aber, glaube ich, der Kern dessen, warum die WTO in Schwierigkeiten ist. Sie ist nicht designed für eine Welt mit geostrategischen Rivalitäten. Man kann das reparieren. Im Prinzip braucht es eben ein anderes Protokoll. Schadenersatz reicht nicht. Man braucht sozusagen mehr Strafmöglichkeiten in der WTO, damit eben auch das Verhalten, das nicht durch
das klassische Bäcker der Neber hervorgerufen wird, sondern durch das Ansinnen, meine Ökonomie nicht größer zu machen, absolut, sondern größer zu machen, relativ zum anderen Land. Na, das muss es adressieren können. Also Trump hat ja offenbar durchaus akzeptiert, dass seine Maßnahmen die USA ärmer machen, relativ zu einem weiter kooperativen Spiel mit China. Aber wenn China stärker leidet oder schneller arm wird, dann wird der Abstand zwischen China und den USA größer. Wenn das Teil des Zielkonglomerats ist, das man politisch hat, dann funktioniert die Theorie GATT-WTO nicht mehr. Das heißt aber, dass im Hintergrund für das Funktionieren der WTO und des GATT Sanktionen wichtig waren. Und auch heute reden wir viel über Sanktionen. Nicht? Wir wollen negative Wirtschaftssanktionen verhängen gegenüber Russland, damit es sich wohl verhält. Und wir wollen das gegenüber anderen Ländern zumindest sozusagen im Köcher haben. Die EU berät gerade über ein sogenanntes Anti-Coercion-Instrument. Da will man sozusagen ein schnelleres Prozedere, eine Automatik bei der Verhängung von Sanktionen. Wirtschaftssanktionen, die erfolgreich sind, sieht man nicht. Na, mit denen wird gedroht und die Drohung reicht aus, um Wohlverhalten der anderen Spieler herzustellen. Neben diesen Sanktionen, wie wir sie immer kennen, die sozusagen Bestrafung implizieren, gibt es natürlich auch die Karottensanktionen, ja, die positiven Sanktionen. Freihandelsabkommen sind genau dieselbe Logik mit einem anderen Vorzeichen. Und was es immer braucht dafür, ist ein Trumpfmittel, ist der Einsatz des Binnenmarktes. Mit Sanktionen sagen wir ja immer, ihr dürft nicht mehr liefern oder ihr dürft nicht mehr beliefert werden aus dem Binnenmarkt heraus. Wenn der Binnenmarkt schwach ist, dann funktionieren die Sanktionen nicht. Was wir auch brauchen, ist wieder das alte Thema, ein besseres Verständnis darüber, wie die Dinge zusammenlaufen. Mehr Daten, eine bessere Trade Policy Intelligence. Ich muss schon wissen, wer von mir wie abhängig ist und wie ich von wem wie abhängig bin. Ich muss über Subsessionsmöglichkeiten Bescheid wissen. Und ich muss auch über die politische Kosten-Nutzen-Relation was wissen. Ich muss eine Ahnung haben, wie schmerzhaft Sanktionen sein müssen, damit sie tatsächlich das bringen, was sie bringen sollen. Nämlich zum Beispiel einen Aggressor abzuhalten, in einem anderen Land Völkerrecht zu brechen. Trade Policy Intelligence, das ist etwas, das wir jetzt, glaube ich, stärker brauchen. Da sollte die Bundesrepublik und die Europäische Union investieren. Da sollten wir am IFO ein großes neues Forschungsprojekt haben. Ja, und an anderen Instituten auch. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich zentral. Wir haben ja immer mehr Ziele, ja, die miteinander im Konflikt stehen. In den EU-Handelsabkommen wollen wir nicht nur Handel schaffen. Wir wollen auch den Umweltschutz vorantreiben, die Rechte von indigenen Völkern und die Demokratie fördern. Nicht alles Ziele, aber wir haben nur ein Instrument, nämlich das Abschaffen letztlich von Zöllen oder das Einräumen von handelspolitischen Vorteilen. Und die Sanktionen wollen auch ganz verschiedene Dinge. Das ist jetzt aus der Global Sanctions Database, die wir am WIFO begonnen haben aufzubauen. Jetzt haben wir ganz frisch einen Release aus dem Jahr 2022, sieht man, wie das hier auf dem rechten Eck nach oben knallt. Das sind alles aktive Sanktionsregime, nicht alle davon sind unabhängig, da kann man auch wieder streiten, aber wie man es misst, es geht nach oben, Sanktionen werden immer häufiger eingesetzt, aber die Gründe, warum sie eingesetzt werden, sind sehr vielfältig. Da geht es nicht um das Bestrafen von wirtschaftlichen Dingen, also da geht es nicht um Huawei, ne? Sondern da geht es um die Frage, wie Menschenrechte oder Terrorismus bekämpft werden, wie Demokratie durchgesetzt und gefördert werden soll, wie ein Krieg beendet werden kann, zum Beispiel in der Ukraine. Also ganz viele verschiedene Ziele, aber eben nur letztlich das eine Instrument, die Entziehung von Präferenzen am Binnenmarkt. Und diese Sanktionen werden immer unterschiedlicher. Früher gab es eigentlich Handelssanktionen, 70% in den 50er Jahren der Sanktionsregime waren Handelspolitische Regime, heute sind es Finanzsanktionen, die alles dominieren. Aber daneben haben wir eben auch Reisebeschränkungen, militärbezogene Sanktionen und natürlich auch weiter Handelssanktionen, die in ihrer absoluten Zahl, das ist in dieser nach oben gerichteten Grafik hier, das unterste, diese schwarze Masse, die auch größer geworden ist. Was wir wissen, ist, dass Sanktionen wirken. Im Durchschnitt. Es gibt sicherlich die Sanktionen,
die unter den vielen, die wir hier identifiziert haben, nicht funktioniert. Aber im Durchschnitt funktionieren sie und sie funktionieren verdammt gut. Also sie tun das, was sie tun sollen, nämlich Handel unterbrechen, Handel zerstören. Da kann man, das kann man sich genauer ansehen. Das ist jetzt sozusagen der Durchschnitt aus vielen umfassenden Sanktionsregimen, also solche, die besonders tief greifen. Und was man sagen kann, ist, dass schon im Vorfeld es ja zu Drohgebärden kommt, wo der Handel schon leidet. Dann kommt die Sanktion, der Handel stürzt ab. Nach ein paar Jahren, wenn die Sanktionen nicht greifen, kommt eine Verschärfung, der Handel stürzt noch weiter ab. Irgendwann werden Sanktionsregime wieder eingestellt. Meistens sagt man, wenn man erfolgreich oder es wird einfach durch politische Veränderung davon Abstand genommen, dann geht der Handel wieder nach oben. Aber es braucht viele Jahre, bis man das normal wieder erreicht. Ja, also diese fünf Phasen kann man identifizieren. Also wenn man so will, Sanktionen funktionieren. Sie funktionieren verdammt gut. Sie funktionieren auch am Beispiel Russland. Das können wir nachher noch besprechen, wenn Sie mögen. Aber die Frage, ob sie das tun, wozu man sie einsetzt, nämlich politische Veränderung herbeiführen, diese Frage ist überhaupt nicht leicht zu beantworten. Nicht theoretisch und nicht empirisch. Theoretisch schon nicht, weil wenn es denn Rationalität gibt, also wenn auch ein Herr Putin ein kalter, aber doch rationaler Spieler ist, dann werden diese Spieler die Drohung von Sanktionen, wenn sie da sind, ernst nehmen. Und sie werden sich überlegen, ob, wenn die Drohungen umgesetzt werden, sich das Kalkül ändert oder nicht. Das heißt, ob ein Einmarsch in die Ukraine plötzlich nicht mehr attraktiv wäre, wenn europäische Sanktionen kommen. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn die angedrohten Sanktionen das Kalkül gar nicht ändern, dann marschiert er trotzdem ein. Und wenn er dann einmarschiert ist, wird er sich durch die Verhängung der Sanktionen, die er ja erwartet hat, auch nicht beeindrucken lassen. Also das ist jetzt sozusagen Spieltheorie im luftleeren Raum. Das ist nicht sehr realistisch zu sagen, alle sind rational und es gibt auch perfekte Informationen, aber als Baseline nicht ganz unsinnig. Das heißt nämlich, dass wir eigentlich gar nicht erwarten sollen, dass wenn wir Sanktionen verhängen, dass dann irgendwas politisch passiert. Es sei denn, die Annahme der perfekten Information und der Rationalität stimmt nicht. Wenn es unvollständige Informationen gibt, dann kann das schon so sein, dass nach einer Weile Sanktionen eine Wirkung zeigen. Aber die Baseline wäre, Sanktionen, wenn man sie eigentlich einführen muss, dann sollte man nicht erwarten, dass sie politische Veränderungen mit sich bringen. Zu sagen, man führt sie nicht ein, oder schafft sie wieder ab, wenn der politische Gegner sich nicht rührt, das darf man natürlich auch nicht tun. Da würde man alle Glaubwürdigkeit zerstören. Also die Idee, man kommt mit einem Sanktionsapparat, man kommt aus der Drohung in die Umsetzung und wenn umgesetzt wird, dann verändert der politische Gegner sein Verhalten. Ich glaube, diese Idee muss man sehr skeptisch sehen, ja, vor dem Hintergrund ganz basaler Spieltheorie. Wenn man in die Empirie schaut, das können wir in der Global Sanctions Database auch tun, dann sehen wir, dass ungefähr 40% der Sanktionsregime erfolgreich sind. Und wenn wir fragen, wie viele Sanktionsregime gegen große Länder erfolgreich sind, haben wir wenig Fälle. Ne? Große Länder werden typischerweise nicht sanktioniert, ja, weil sie eben Atomwaffen haben oder einfach zu viel Bedeutung haben im Wirtschaftssystem. Also die haben keine Ahnung. Ne? Also wir können sagen, mittelgroße Länder, 40% Wahrscheinlichkeit ex ante. Bei einem großen Land wie Russland oder China aus der sozusagen historischen Erfahrung eigentlich nicht quantifizierbar. All diese Dinge, das Ansteigen von Protektionismus, die Verhängung von Sanktionen in immer mehr Fällen, führt dazu, dass wir jetzt schon einen Rückbau der Weltwirtschaft erleben. Wertschöpfungsketten werden kürzer. Das kann man versuchen zu messen, zum Beispiel indem man den Anteil ausländischer Inputs im Export bemisst. Das kann man machen mit globalen Input-Output-Tabellen. Und was man da sieht, ist, dass in China schon seit vielen Jahren dieser Anteil zurückgeht. Also da werden die chinesischen Wertschöpfungsketten kürzer. Und auch in der Eurozone, in den USA seit 2011. Ja, allerdings sehr schleichend. Ja, von einem großen Deglobalisierungsschock ist hier nicht die Rede. Es geht eigentlich ein bisschen bergab, aber in der Tendenz stärker seitwärts. Das sieht man auch, wenn man einen Index der Gütermarktglobalisierung betrachtet. Das ist jetzt mein
Lieblingsindikator, es gibt viele, was dieser tut, ist, er schaut sich wirklich nur die Güter an, nimmt eine preisbereinigte Statistik des globalen Güterhandels und bezieht das auf den Industrieoutput in der Welt. Man vergleicht also handelbare Güter mit dem, den Output an handelbaren Gütern mit dem, was auch tatsächlich gehandelt werden kann. Im BIP ist ja ganz vieles drin, Dienstleistungen, die wir gar nicht handeln können. Und was man da sehen kann, ist, dass 2007, 2008 der Handel nicht mehr stärker wächst als die Industrieproduktion. Also Zeitenwende, ja, die war hier 2007, keiner hat es gemerkt. Dann kam Lehman Brüder, der Crash, dann kam die Corona-Krise, sehen Sie das kleine V da, sieht aus wie so ein Zahn von einem Vampir, kurz gedauert, dann kam die Statistik wieder zurück. Und aktuell sehen wir, dass der Welthandel seit der Corona-Krise eigentlich überraschend performt. Ja, bleibt nicht so unter Umständen, weil sich die makroökonomischen Bedingungen jetzt doch deutlich verändern, aber das ist schon eigentlich eine Geschichte der Resilienz, wie man so sieht. Wenn man das so sieht seit 2007 in der Seitwärtsbewegung, und aber doch ein Strukturbruch, der schon viel früher passiert ist, nämlich 2007 in etwa. Der Economist schreibt von Globalization in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Nicht Deglobalization, sondern Globalization. Ja, wenn wir jetzt noch ein paar Minuten haben oder auch nicht, Herr Beise, vieles können wir auch in der Diskussion erledigen. Aber natürlich, wenn der deutsche Bundeskanzler von Zeitenwende spricht und damit Russland meint, hat er natürlich schon einen Punkt, weil die Situation, in der wir uns jahrzehntelang in Deutschland, in Europa befunden haben, in einer Situation, wo es keine militärische Bedrohung gab, die Situation scheint jetzt zu Ende zu sein. Und mein Vater hat Angst gehabt vor einem Atomkrieg. Ja? Und darum ist in meinem Elternhaus ein Bunker eingebaut. Ja? Der wird seit Jahrzehnten zweckentfremdet. Da kann man wunderbar Gemüse lagern und Wein und so weiter. Aber es gab da eine Zeit in den 80er Jahren, in der das eine sehr realistische Angst war. Von der habe ich kaum mehr etwas mitbekommen, weil wir überall die Friedensdividende genießen konnten. Und das ist schon, denke ich, Zeitenwende, dass diese Friedensdividende nicht mehr zur Verfügung steht, und die bedeutet zwangsläufig wirtschaftliche Einbußen. Denn wir müssen nun sehr viel mehr Ressourcen in die Hand nehmen für das, was der Adam Smith als Defense bezeichnet hat, dass er nicht produktiv ist. Daraus wird ja zunächst kein extra Nutzen gestiftet. Viel besser wäre es, wenn wir die Defense gar nicht brauchen, keine Panzer kaufen müssten oder keine Sanktionen einführen müssten. Würde es uns alle besser gehen. Klar ist, dass diese Sanktionen gegen Russland teuer sind. Das haben wir schon, das können wir schon sagen über die Sanktionen, die 2014 verhängt wurden, als die Krim annektiert wurde. Klar ist auch, dass sie eine klare geografische Struktur haben. Wer näher dran ist, leidet mehr. Wer weit weg ist, leidet nicht. Ja, einer der großen Sanktionsbefürworter in der Welt ist die USA. Haben keine ökonomischen Kosten daraus zu tragen. Das sind jetzt Sanktionsstudien, wie wir sie in Kiel zum Beispiel gemacht haben. Das ist es keine, also die Zahlen sind Schätzungen aus der Simulation von Modellen heraus. Aber es ist klar, je näher man dran ist, umso höher sind die ökonomischen Schäden. Und in Deutschland, jetzt aus den 2014er Sanktionen heraus, sind die Einbußen so bei 0,2% des BIP gelegen. Ja, das ist also ärgerlich und in stark betroffenen Branchen sehr viel mehr, sehr konzentriert auf einzelne Branchen, aber makroökonomisch nicht wahnsinnig teuer. Aktuell geht das Sanktionsregime sehr viel weiter. Die 2014er Sanktionen sind ja nach wie vor in Kraft. Es wurde aber sehr viel darauf gelegt. Was man aber 2014 schon beobachten konnte, das kann man wieder beobachten, nämlich wir sind eigentlich, wenn man die Landkarte ansieht, relativ allein. Ne? Also Sie können hier ein bisschen rosarot erkennen. Das sind die Länder, die Sanktionen gegen Russland ausgesprochen haben. Und auf der zweiten Landkarte, wieder in rosarot, das sind Länder, die von Sanktionen Russlands negativ betroffen sind. Auch China und Indien hier über zum Beispiel die Manipulation des Wechselkurses durch die Krise. Aber jedenfalls dort, wo es um sanktionierende Länder gibt, das ist der linke Teil, da sehen Sie viel Weiß. Und das war 2014 schon der Fall und ist jetzt auch wieder der Fall. Und das führt natürlich dazu, dass dieses Sanktionsregime gegen Russland wahnsinnig viele Löcher hat.
Umlenkungseffekte eingeleitet werden. Handelsströme, die nicht mehr nach Europa gehen, anderswo hingehen, nach China oder vor allem aktuell nach Indien. Das kann man alles berücksichtigen in Simulationsmodellen, wurde auch gemacht. Und Herr Beiß und Clemens Fuß und viele andere können sich sicherlich erinnern an diesen doch recht hässlichen Streit, den ein paar Ökonomen auch am IFO mit ausfechten durften oder mussten, dass man unsere Modelle eigentlich nicht glauben wollte oder als Karikatur einer Wirklichkeit abgetan hat. Ich denke, jetzt, 6 Monate später, so schlecht waren die gar nicht. Wir haben auch ein bisschen was gerechnet. Die Ergebnisse sind hier. Das sind der langfristige Effekt eines Decoupling. Und was wir wissen aus der Sanktionsliteratur ist, wenn man wirklich voll entkoppelt, ja, mit den Sanktionsmitteln, die man so einsetzt, dann zerstört das wirklich fast den ganzen Handel. Ja, das leitet um, wenn nicht die ganze Welt ein Sanktionsregime mitträgt, nicht? Und die Exporte Russlands in Drittstaaten nehmen zu, 60%. Ja, das ist so, auf einer niedrigen Basis. Vor dem Ukraine-Krieg hat Russland mit Indien kaum Handel gehabt. Da ging fast kein Erdöl hin. Jetzt geht sehr viel Erdöl hin. Ja, also die Basis, auf die man diese 60% auflegt, die Basis ist sehr klein. Aber dennoch. Interessant auch, das sind, wie gesagt, Simulationsergebnisse, immer mit cum grano salis zu genießen, aber interessant auch, dass die Standardtheorie sagen würde, dass die russischen Importe aus Drittstaaten, jetzt denken wir vor allem an China, nicht boomen werden. Ja, warum nicht boomen werden? Weil netto Russland durch ein so intensives Sanktionsregime leidet und das BIP kleiner wird. Und zwar in der langen Frist recht deutlich, 10%. Ja, lange Frist. Heuer werden es wohl nur 4,5% sein, nach den Prognosen fürs nächste Jahr nochmal 3,5 minus, dann sind wir schon bei 8. Also so fern von 9,7 wird es vielleicht gar nicht sein. Aber wenn die russische Wirtschaft schrumpft, dann schrumpft ziemlich gleichförmig auch die Nachfrage nach Produkten aus China und so weiter. Und die Kosten, die sind sehr asymmetrisch verteilt. Für die USA und die EU sehr viel weniger als für Russland. Ja. Das ist jetzt, gerade wenn man die letzte Säule oder diese Nicht-Säule hier betrachtet, ein bisschen irreführend, weil die minus 0,2 ist eine summarische Größe, hinter der sich wahnsinnig viel Heterogenität verbirgt. Und das kann man hier sehen, die Länder in der Europäischen Union oder im europäischen Wirtschaftsraum, die unterscheiden sich sehr stark. Norwegen profitiert von den Sanktionen, ja, nicht überraschend. Die baltischen Länder leiden stärker, Tschechien leidet stärker, Ungarn auch, als der Durchschnitt. Deutschland wäre hier mit 0,4% des BIP langfristig dabei. Je länger man sozusagen dem Konflikt beobachtet, umso weniger falsch sieht das eigentlich aus, finde ich. Wir haben jetzt versucht, in anderen Modellklassen, wo wir Dynamik modellieren können, auch mal zu sehen, was ist in der kurzen Frist zu befürchten. Da würde man diese Zahlen ungefähr mit dem Faktor 3 oder 4 multiplizieren müssen. Ne? So Daumen mal Pi. Dann wären aus den 0,4, 1,2 oder 1,5. Ja. Aber die korrespondierten Zahlen von 6-12% BIP-Schaden, die Prognos AG für einen Münchner Auftraggeber ausgerechnet haben, die scheinen sozusagen, das ist im Juni passiert, das ist nicht so lange her, vor 4 Monaten, die scheinen doch sehr übertrieben gewesen zu sein. Interessant ist ja, wie stabil eigentlich die Industrieproduktion ist. Ja, das ist jetzt für Deutschland, ich kann das für Österreich auch zeigen, auch für die osteuropäischen Länder. Es kommt ja kein Gas mehr aus Russland. Und zwar zurzeit wirklich kein Gas mehr nach Russland, nach Deutschland. Das sind Daten der Bundesnetzagentur. Auch nicht indirekt. Ich hätte mir gedacht, vielleicht kommt das Gas jetzt eben nicht mehr über Nord Stream, sondern es kommt über die Ukraine, über Österreich oder Polen oder Tschechien. Da kommt auch nichts mehr. Also wenn das stimmt, Bundesnetzagentur, es kommt seit ein paar Wochen wirklich kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland. Der Kollaps der Industrieproduktion ist ausgeblieben. Ja, ist nicht so, dass die Industrie boomt. Ja, also wir haben hier das letzte Vor-Corona-Monat, Monat 12, das sind saisonal bereinigte Daten. Die Holzindustrie, Papier, Pappe, die leiden, auch das Metallgewerbe, aber läuft eigentlich eher seitwärts. Hier ab März gibt es die Sanktion. Also es ist nicht so, dass dieser massive Einbruch der Industrieproduktion stattgefunden hätte. Jetzt kann man sagen, das kommt alles noch, aber diese
Behauptung wird immer weniger glaubwürdig, nach jedem Monat, das vergeht. Ich will nicht sagen, dass die Industrie in Deutschland nicht ein Problem hätte. Wenn man ansieht, wenn man längere Zeitreihen ansieht, seit 2017 schrumpft sie, ja, was den Output angeht. Und was die Bruttowertschöpfung angeht auch, da nicht ganz so stark, aber auch. Währenddem wir in Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien Industriebooms erlebt haben seit 2017, in Deutschland genau das Umgekehrte, darüber muss man sprechen. Aber die Auseinandersetzung mit Russland über die Sanktionen hat da wahrscheinlich, die hilft da nicht, aber sie hat wahrscheinlich nicht diesen verheerenden Effekt, der von manchen befürchtet wurde. Der Handel mit Russland geht schon zurück. Das sieht man hier. Das sind die Importe der EU aus Russland. Die waren im März noch bei etwa 23 Milliarden Euro. Eben in diesem einen Monat sind zurückgegangen auf 15. Das ist ein Wert, nicht? Also ein Euro-Wert. Dahinter verbergen sich Mengen und Preise. Und die Preise haben sich sehr anders entwickelt als die Mengen. Bei den Exporten sehen wir, dass der Handel schon stärker zurückgegangen ist. Und was wir häufig sehen bei Sanktionen, sind J-Kurven-Effekte. Wenn die Sanktionen erhoben werden, dann fällt es typisch den Sanktionierenden leichter, die Exporte in ein Land einzustellen als die Importe. Ist nicht überraschend vielleicht. Das braucht ein bisschen Zeit. Ja? Also ist das ein Pattern, der eigentlich so nicht überraschend ist. Und auch in den USA, ja? Das sind Daten des US-Zensus. Manchmal wird gesagt, die Amerikaner, die schränken ihren Handel mit Russland gar nicht ein, und ich weiß nicht, was alles an Theorien zu lesen ist, stimmt nicht. Der amerikanische Import aus Russland ist von 2,5 Milliarden pro Monat auf 500 Millionen pro Monat gefallen und bei den Exporten auf de facto null. Ne? Wenn man jetzt in Europa ansieht, wo sind die stärksten Einbußen gewesen bei den die stärksten Veränderungen gewesen bei den Importwerten. Ja, da sieht man, dass sie gewachsen sind. Also wenn man jetzt März bis August dieses Jahres, wo wir schon Daten haben, vergleicht mit dem März, August des letzten Jahres, dann hat zum Beispiel Deutschland 29% mehr Importe aus Russland. Aber das ist sozusagen Wert, ja, also Menge mal Preis. In manchen Ländern ist das viel höher. Ja, also ich glaube, in Österreich haben wir es, ist es deutlich mehr. Austria sind es eher deutlich mehr, sagen wir mal, das stimmt auf jeden Fall. Und in manchen Ländern 300 oder 200% mehr. In ein paar Ländern auch schon sehr viel weniger, nämlich die kein russisches Gas und kein russisches Erdöl beziehen müssen. Auf der Exportseite sind wir überall negativ. Das ist Deutschland mit 54% da, ne? Also 54% weniger Exporte nach Russland zwischen März und August dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr. Und was ich Ihnen auch noch zeigen wollte, ist nicht dieses, sondern dieses, das nächste Slide. Hier, in Euro gerechnet haben die Importe der EU bei Mineral Fuels, also da ist das Erdöl und das Erdgas drin, haben zugenommen, in Euro gerechnet um 40%. In Menge gerechnet haben sie um 25% abgenommen. Ja, das ist ja nicht überraschend, wenn man sieht, dass kein Gas mehr kommt und auch die Erdölflüsse versiegt sind. Aber diese Preiseffekte, wenn sie sich zurückbilden, dann bleibt nur mit dem Mengeneffekt. Und dann ist es eben aus mit diesem J-Kurven-Effekt oder dem aktuellen Überschießen, dass die Importe größer aussehen und man so tut, als würden die Sanktionen nicht funktionieren. Das dauert, aber das wird eben passieren. Was man auch klar sagen kann, ist, dass in den russischen Häfen nichts mehr passiert. Das ist eine Sache, die ich mit den Kielern noch begonnen habe, bevor ich gegangen bin, nämlich den Kiel Trade Indicator aufzustellen. In St. Petersburg kommen keine Schiffe mehr an. Ja, -90% zum Vorjahreswert. Da gibt es nichts mehr. Da kommen keine Container. In Novorossiysk im Schwarzen Meer ist es 50% gefallen. Und Vladivostok, sehr volatil, ist beim Null. Ne? Das ist ungefähr dieselbe Aktivität wie im langjährigen Durchschnitt. Also da ist nicht Flaute in St. Petersburg und Boom in Vladivostok, sondern Flaute in den europäischen Häfen, ohne dass die Fernosthäfen das kompensieren können. Und auch bei wichtigen Rohstoffen wie beim Erdöl kann man sehen, dass für das russische Erdöl seit Beginn der Sanktionen ein deutlicher Abschlag am Markt eingepreist ist. Die kriegen ja Erdöl zwar verkauft, aber um 20, 30 Dollar pro Fass mit einem geringeren Preis als Brent, obwohl es vergleichbare Ölsorten sind. Also die Sanktionen
funktionieren. Und das sagt uns auch die empirische Evidenz, dass man das eben erwarten muss. Das daraus zu schließen ist, dass sich eine politische Veränderung ergibt. Da wäre ich sehr skeptisch, wie ich eben versucht habe, das auszuführen. Jetzt kann man sicher, und das lassen wir vielleicht für die Diskussion, man kann sich Gedanken machen, wie man, wenn man schon keine Listen von strategischen Gütern aufstellen kann, ne, und sagen muss, wir müssen hier besonders darauf achten, diese und jene Güter sozusagen zu bunkern oder dort und da Subventionen zu verteilen oder dort und da Zölle zu erheben. Wenn wir das nicht wirklich können, dann ist die Frage, was denn dann? Nicht? Also wie sieht eine Handelspolitik aus, eine Wirtschaftspolitik aus, die diversifizierte Lieferbeziehungen fördert? Was brauchen wir an Spielregeln, die das sicherstellen? Brauchen wir mehr oder weniger Handelsabkommen zum Beispiel? Nicht? Also all das können wir diskutieren. Sie erwarten wahrscheinlich ganz zu Recht, was dann meine Antwort darauf wäre, auf viele diese Dinge. 9 Jahre am IFO, die prägen auch. Also waren ja nur 3, glaube ich, unter deiner Leitung. Und Hans-Werner Sinn hat ja sozusagen 6 Jahre meiner Zeit am IFO auch geprägt. Manches davon ist wahrscheinlich hängen geblieben. Und ganz sicherlich die sozusagen das schlechte Gefühl mit Politiken, die sehr hemdsärmelig unter der Anmaßung von Wissen ausprobiert werden, wo Hayek ja sehr skeptisch war, wenn wir das Wissen nicht haben und trotzdem das Wissen unterstellen, dann ist die Gefahr groß, dass wir sehr ineffiziente Politiken machen. Also besser ordnungspolitische Rahmen setzen, die Diversifizierung und die Resilienz fördern, als hemdsärmelige Listen produzieren, die heute richtig erscheinen aus dem Tagesgeschehen und dann im Rückspiegel sehr schnell veraltern oder gar unsinnig werden. Ja, das war ohnehin schon viel zu lang. Vielen Dank für die Geduld und jetzt wird diskutiert.